Mein Name ist Adriana, ich bin aus Italien. Hey, ich bin Hendrik aus Deutschland. Hallo, ich heiße Rebecca und komme aus Italien. Hi, ich bin Katja, ich bin aus Österreich. Hallo, ich bin Nina, ich bin aus Wien. LCOY steht für Local Conference of Youth. Seit 2015 finden diese Konferenzen auf der ganzen Welt statt. Sie haben einen nationalen, regionalen Fokus und sollen den Jugendlichen auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, teilzunehmen und ihre Stimme in die Politik einzubringen. Es ist wichtig, dass wir jungen Menschen uns einbringen, wenn Entscheidungen über unsere Zukunft getroffen werden. Die LCOY Austria ist dazu da, um die jungen Menschen aus Österreich, das sind für uns alle zwischen 15 und 30 Jahren, an einem Ort zusammenzubringen, um uns zu überlegen, wie können wir uns am besten einmischen. Die Konferenz wird 3 Tage lang dauern. Ich will euch kurz sagen, was euch da erwartet. Am ersten Tag werden wir uns vor allem damit beschäftigen, Klima verstehen, Klima kommunizieren. Der zweite Tag ist dazu da, um uns mit den Themen Zivilgesellschaft und Wirtschaft auseinanderzusetzen, aber auch mit dem Aktivwerden. Wie kann ich mich überhaupt einbringen? Dazu werden wir auch eine Klimaverhandlungssimulation haben. Und der dritte Tag dreht sich darum, um nachhaltige Entwicklung, und wir werden versuchen, einen Output zu gestalten, den wir dann weiterreichen können an die globale LCOY und hoffentlich auch die COP. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum wir das alles machen. Wir wollen euch Jugendlichen die Möglichkeit geben, an einem Ort zusammenzukommen und das Thema Klimawandel anzugehen. Ihr sollt bei uns die Motivation finden, den Mut aufbringen und auch das Know-how lernen, um selber aktiv zu werden, um eigene Projekte durchzuführen und um neue kreative Ideen durchzubringen. COP, das ist die Conference of the Parties, auch bekannt als UN-Klimakonferenz oder der Weltklimagipfel. Da kommen jährlich rund 195 UNO-Staaten zusammen, das sind alle Staaten der Welt, um über Klimaschutz zu reden, sich Ziele zu setzen, Ambitionen festzulegen und wirklich endlich was zu bewirken. Und diese Konferenz findet im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention statt, die alle Staaten unterschrieben haben und alle Staaten jetzt versuchen umzusetzen. So eine Konferenz findet demnächst auch in Polen statt. Jugend bewegt, das ist der Slogan der Youngos. Die Youngos sind eine Organisation, die offizielle Jugendvertretung in der Klimarahmenkonvention ist, und damit haben sie den Beobachterstatus bei Klimakonferenzen. Das bedeutet, sie dürfen zwar nicht mit abstimmen, aber sie können dabei sein. Sie können Treffen mit Amtsträgern organisieren, sie können bei Workshops mitmachen und sie können sich einbringen. Sie sind dadurch die Lobby für die Jugend und versuchen, die Themen, die den Jugendlichen wichtig sind, mit einzubringen. COY steht für Conference of Youth. Seit 2005 organisiert die Jugendvertretung der UN jedes Jahr im Vorfeld zur großen Klimakonferenz diese Konferenz, um den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu mobilisieren, sich gegenseitig zu bestärken und Aktionen, Gespräche und so weiter für die große Konferenz vorzubereiten, um dort einen möglichst starken Impact zu haben und der Jugend dort eine möglichst starke Vertretung zu bieten. Es geht mich an und es geht uns alle als Jugendliche an, weil das ist die einzige Welt, die wir haben, und es ist, wo wir in unserer Zukunft leben wollen und müssen eigentlich. Und Klimawandel ist so ein wichtiges Thema, besonders diese Jahre. Wir müssen jetzt etwas tun, um unsere Zukunft zu ermöglichen quasi. Und als Jugendliche sind wir die Generation, die in der Zukunft, yes, Fahrrad! Fahrräder sind cool! Unsere Generation ist die Generation, die etwas tun kann, weil wir müssen es, ja,
wir müssen es jetzt gestalten für auch für die zukünftigen Generationen. Und wir haben jetzt ein Fenster von 10, 20 Jahren und Trends und Sachen umzudrehen und alles zu retten quasi. Und deswegen müssen wir unsere Stimme reinbringen, weil jede Person ist verantwortlich dafür. Es gibt nicht mehr so mein Schuld, dein Schuld oder irgendwas. Jeder muss etwas tun, egal wer das Schuld hat. Und deswegen sind wir hier. Wenn ihr euch jetzt denkt, ich habe da Lust drauf, dann kommt einfach vorbei und macht's mit. Thank you.